Ja, und erstmal alles zu untersuchen. Ah, Kira hat keine Benachrichtigung bekommen. Ja, ich auch nicht. Ein Punkt zusätzlich hier für Madame. Ja. 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 Ja, sie hat nämlich gerade ganz, ganz schnell ein Rätsel gelöst. Hinweismünze in dem Rädchen. Oh, stimmt, wir hatten das ja auch noch. Aber ich habe zuerst das Rätsel gefunden. Gibt das einen Punkt? Nein. Da beeile ich mich nächstes Mal nicht. Hinweismünze oben links in der Lampe. Kuriosität in den Rohren. In den Rohren? In den Rohren links, die sich bewegen. Ich finde da keine. Oh doch, da. Blasenbläser. Da steht Blasen. Toll. Okay, also ich habe 2 Hinweismünzen gefunden. Ja, ich auch 2. Dann ist noch irgendwo was. Ah, ein Rätsel! Oh! Da hinten. Da, ja. Okay. Was? Das ist ja nicht zu fassen. Was ist das denn? Was ist denn los, Inspektor? Schauen Sie doch, ein Rätsel. Gleich hier bei der Leiter. Ein Rätsel und deswegen der ganze Aufruhr. Rätsel sind immer ein Grund zur Freude, Scholl. Und außerdem können wir dem Inspektor dabei zusehen, wie er das löst. Oder wie wir es lösen. Oder wie er versagt. Ja, er versagt auf jeden Fall. Die Leitern zur Freiheit. Okay, was haben wir denn hier? Oh Gott, oh Mann. Nicht hingucken, nicht drauf gucken. Ich gucke auch nicht drauf. Nicht drauf gucken! Ja. Hilft dem Dieb der Polizei zu entkommen. Er ist einer von den Guten. Ah. Mhm. Er muss die Leitern hochklettern, um seinen Fluchthubschrauber auf dem Dach zu erreichen. Auf jeder Etage gibt es nur eine sichere Leiter. Es gibt nur 2 sichere Leitern auf der rechten Seite. Und die Leiter auf der oberen Etage kann nur von rechts erreicht werden. Berühre nun eine Leiter auf jeder Etage, um den Fluchtweg zu planen. Dabei bla bla bla. Okay. Wie war das? Ja. Wie viele gab es auf welcher Seite? 2 sichere auf der rechten Seite, glaube ich. Okay, okay. Und woher soll man dann... Ach so, oh. Nee, hä? Okay, ich hab's falsch. Okay, gut. Das ist schon mal beruhigend. Also, wie war das? Okay, gut, das ist das. Aber da kommt man ja dann nicht hin. Gerade ein bisschen. Ist hier was falsch bei mir? Nee. Ah! Jetzt kommen die kleinen grauen Zellen zum Einsatz. Nö, das war nix. Schade, ich dachte, ich hätte das geknackt. Ja, siehst du, er hat versagt. Haben wir ja gesagt. Ja. Das ist ja doof, das Ding. Ach so, ich habe was voll Blödes gemacht. Warte. Nee, oder? Nee, habe ich nicht. Ah, warte. Ich glaube, ich habe was Dummes gemacht. Ja, aber hier steht... Leiter auf der... Nee. Hey, Vorsicht, du spielst mit deinem Punkt, falls du es rechts noch trotzdem schneller hast. Auf jeder Etage gibt es nur... Was meinst du, hä? Nein, warte, also es gibt nur 2 sichere auf der rechten Seite. Das heißt, es gibt nur 2 auf der linken Seite, ne? Theoretisch. So gesehen. Okay, und die Leiter auf der... kann nur von rechts erreicht werden. Hä? Von rechts erreicht werden? Mhm. Das heißt, die dritte Leiter ist eine rechte. Ja, das hoffe ich auch.
Versteh einer. Das war wohl eher Glück als Verstand. Das ist völlig falsch, das dachte ich mir. Nicht so mein Ding, so Rätsel. Wie, es ist jetzt so eine Trolldingens. Also ich finde das auch gerade irgendwie... Dabei darf der Polizist keinem... Der Dieb keinem Polizisten begegnen. Na, kommt drauf an, bewegen sich die Polizisten etwa auch noch? Das ist halt die Frage. Ah. Das ist ja doof, weil... Wie soll man denn rauskriegen, ob dem Polizisten begegnet oder nicht? Also... Das ist es ja... Also meiner Meinung nach ist meine Garde, meine Lösung richtig. Mhm. Deswegen, weil mal für mich mal alle Bedingungen erfüllt sind. Mhm. Also ich habe zwei auf der rechten Seite. Meine oberste Leiter wird von rechts gekriegt und der begegnet eigentlich keinem Polizisten auf dem Weg. Mhm. Oh, oder vielleicht doch. Aber nee, das würde auch auf der anderen Seite nicht gehen. Hm. Das geht so nicht. Das ist unmöglich. Wie soll das denn? Nimm auch mal einen. Hä? Hast du auch Hinweis 2? Den verstehe ich nämlich auch nicht. Ja, irgendwie ist das falsch gestellt dann. Ja, also dann muss es falsch gestellt sein. Ja, die Leiter auf der oberen Etage kann nur von rechts erreicht werden. Kann sicher von rechts erreicht werden. Somit kannst du die Leiter rechts auf Etage 3 nicht benutzen, hä? Wieso? Das frage ich mich auch. Ich frage mich, was soll... Was ist? Jetzt kommen die kleinen grauen Zellen zum Einsatz. Okay, das war schon mal nicht. Sind nicht so mein Ding, so Rätsel. Ja, Rätsel sind scheiße. Also solche Rätsel, die dann auf einmal sagen, es ist... Die kann sicher von rechts erreicht werden. Hä? Ich hab's. Was? Also, ich weiß nicht, ob wir den Punkt zählen lassen wollen, weil das Rätsel ja einfach nur beknackt gestellt war. Mhm. Also, ich habe es jetzt halt auch eher durch Glück, hauptsächlich eher, weil ich jetzt dann gedacht habe, okay, laut dem Tipp darf ich ja die Leiter rechts dann nicht benutzen. Und dann habe ich halt gestürzt. Also, wenn du halt die Leiter rechts auf der dritten Etage nicht benutzen darfst, dann gibt es ja nur noch einen Weg. Moment. Weil es ja nur eine sichere Leiter auf jeder Etage gibt. Und deswegen muss es ja zwei sichere Leitern rechts geben und zwei sichere Leitern links. Mhm. Deswegen gibt es ja dann nur eine, aber ist halt das Rätsel. Ist, ja, ist aber jetzt die Frage, es könnte ja so oder so zum Beispiel auch aussehen. Nein, kann es nicht, weil dann würde ich. Achso, nee, dann müsste ich den Polizisten, genau. Okay, dann ist es doch so. Dann sind es zwei da. Aber auf der anderen, also die eine ist ja, Moment, ich mache eine Notizfunktion, die ist ausgeschlossen. Das heißt, die muss es sein, definitiv. Ja. Warum auch immer, es ist echt dämlich gestellt gewesen. Ja. So. Dann gäbe es jetzt natürlich auch die Möglichkeit, man könnte, nee, wenn man die und die nehmen würde, statt so rum, dann würde man ja wieder durch einen Polizisten gehen müssen. Also die kann auch nicht sein. Also muss es die sein. Ja, und dementsprechend sind schon zwei auf der linken Seite, also müssen die anderen beiden auf der rechten Seite sein. Also ist das richtig. Ich habe da unten ein Kabel auf meinen Kopfhörern. Ein Kopfhörer auf deinem Kabel? Was? Kabel auf deinem... Oh, das ist ein Stromkabel. Warum auch immer. Um genau zu sein, ein PlayStation 3 Stromkabel. Oder vergleichbar. Okay, also... Das ist jetzt schwer. Ja, also ich...
sag jetzt einfach mal, du darfst entscheiden, ob der Punkt jetzt für mich zählt oder nicht, weil das Rätsel war halt einfach auch wirklich doof gestellt. Ich denke, der zählt trotzdem für dich. Ich meine, ich krieg das schon irgendwie wieder aufgeholt. Okay. Entwischt bist du mir nämlich gerade. Dadurch. Ah. Punkt. Punkt, sagt der Imperator. Ja. Du hast dem Dieb geholfen, der Polizei zu entkommen. Du hast jetzt Beihilfe zu einer Straftat geleistet. Oh je, er ist keiner von den Guten oder was? Oder er ist Lüge. Einer von den Guten, aber... Ja, das gibt eine Rübe. Rüge. Ah, du kennst die Szene aus SpongeBob, oder wie? Nein. Das hat SpongeBob dann nämlich auch gesagt. Ja? So ähnlich. Da, du lügst schon wieder. Ein Interieurticket gab es. Ja. Und genau so löse ich meine Rätsel. Ja, irgendwie scheiße. Erstmal richtig dran versagen, um es dann durch Zufall doch oder durch den Tipp... Na, durch den Tipp halt, weil ohne den Tipp wäre das sonst drauf kommen können. Ja. Also das lässt sich sicher von rechts erreichen, kann man ja höchstens damit dann nehmen, so dass... Obwohl, nee, eigentlich... Nee, höchstens von rechts erreichen bedeutet eigentlich, dass du es von rechts erreichst, also von rechts nach links läufst. Ja. Ja, höchstens. Aber du kannst ja auch von unten hochkommen und dann nach links laufen und da reichst du ja trotzdem. Von rechts, ja, aber das war ja dann nicht der Fall. Nee, also... Nee, aber du bist doch dann eigentlich von... Warum war denn das jetzt nochmal? Du bist nach rechts gegangen, aber du hast ja dann nicht von rechts erreicht. Also war meiner Meinung nach... Ja, eben. Also deswegen meine ich ja, das ist ja... Das also ist war ja halt ein doofer Logikfehler von denen. Ja, also finde ich, also es ist auf jeden Fall, es klingt mir nicht verständlich. Ist ja auch egal. Ja. Bravo, Inspektor, ausgezeichnet. Der Arbeit. Oh, stimmt. Hastings hilft Verbrechern. Mhm. Er ist der wahre Bösewicht. Er hat also ein Rätsel gelöst. Wow. Hat sogar ewig gedauert. Wow. Sei nicht gemein, Chef. Schau doch, wie er sich darüber freut. Er wackelt sogar mit dem Schwänzchen. Was hat der Typ zu sagen? Ja, wie auch immer. Engelsfiguren und so weiter. Okay, haben wir... Aber uns fehlt doch noch eine Hinweismünze, theoretisch. Mhm. Oh, Moment, ich hab da was. Irgendwo... Hier. Da! Wo denn? Da, wo mein... meine Lupe ist. Ich gehe dann schon mal... Ich war schon. Was? Ich bin schon. Wo? Bin ja weg. Im Ballsaal? Mhm. Okay. Tap, 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 tap. Mensch, das war so schwer. Der Engel war wirklich gut versteckt, oder? Oh, hat sich hier irgendwas verändert? Es fühlt sich ja noch größer an als vorher. Schön, dass dir das aufgefallen ist. Entschuldigt ihn. Nö, wieso? Das ist... Also ich glaube, Leute, die meine Videos sehen, sollten sich eigentlich irgendwann mal daran gewöhnt haben. Ja. Vor allem, wenn ich mit Marc zusammen das mache, dann ist das ja auch... Kriegen wir das auch hin. Ich glaube, du hast recht. Ja, du hast recht. Du hast immer recht, Judy. Diese Jagd nach der Engelsfigur ist ganz schön knifflig, oder? Aber ein Bietschein für diese Statue. Was könnte man mit so einem Preis für Geschichten erzählen? Ich habe einen Bietschein gewonnen. Fertig. Ich habe was geleistet. Oh, aber wo ist denn die goldene Göttin? Ich weiß was. Sie wurde bereits versteigert. Nein, sie wurde versteckt. Weil sie sieht aus wie ein Engel. Sie ist eine Engelstatue und deswegen... Ja, wurde sie auch jetzt versteckt. Und wir müssen genau, wie die anderen Engelsstatuen. Und wir müssen sie am Ende finden, damit wir den Bietschein kriegen.
Nö, dann kriegen wir gleich, also ich würde gleich die Statue nehmen. Nicht, also nicht lange verhandeln, sondern sagen, wir bringen sie ihn zurück, aber dafür behalten wir sie. Boah, das ist echt mies. Die goldene Göttin ist verschwunden. Verschwunden. Wo ist die Statue? Wo ist meine goldene Göttin? Wo ist sie hin?